Aber sie schrieben ja, ist Early Access, ne? Immer easy bleiben, alles wird gut. Und deswegen bin ich auch nicht ganz so traurig drum, dass wir sozusagen von vorne beginnen müssen. Denn das ist ja auch wenigstens ein Spiel, wo echt mal was passiert, ne? Und nicht wie wo andere. Ich erinnere mich da unheimlich gerne an Cube World zum Beispiel, was auch kein schlechtes Spiel war. Wenn man denn auf diese Voxel-Grafik steht, das ist natürlich immer Grundvoraussetzung. Aber wo der Entwickler einfach nichts gemacht hat. Das war scheiße. Da hätte so viel passieren können. Aber er hat es nicht gemacht. Das hätte ich auch gerne mit euch als Let's Play Together oder so gemacht, aber... Keine Chance. Wenn nichts entwickelt wird, können wir es leider nicht spielen. So, warum habe ich noch keine Diamantschallplatte? Das müssen wir unbedingt hinkriegen. Wie kriege ich die? 10 Millionen verkaufte Einheiten. 10 Millionen verkaufte Einheiten. Ich weiß, das habe ich beim letzten Mal auch schon mal vorgelesen und dachte mir so, ja, das war so nix. Jetzt weiß ich, was das bedeutet, 10 Millionen verkaufte Einheiten zu haben. Hey. So. Das ist das Schöne, jetzt weiß ich's. Dann machen wir hier noch ein Bild hin. Hinter Monsieur Fussel. Passt leider keins, er ist zu fett. Hier passt aber noch eins hin. So, dann haben wir alles drin, ne? Guck mal, jetzt haben wir auch mehr Auswahl bei den Teppichen. Jetzt können wir hier schön unsere Teppiche hinlegen. Wobei, ich glaube, wenn wir die so machen, ist besser, ne? Ist so eine Art Rollschutz. Die habe ich hier übrigens auch. Ich hatte mir ja für mein Büro damals einen Bodenschutz gekauft, weil ich da so einen teuren Vinylboden mir reinlegen lassen. Weil wer hat, der hat, nicht? Und die benutze ich jetzt hier auf dem neuen Laminat, damit das nicht kaputt geht. So, bei dem Spiel wird wenigstens was gemacht. Genau so ist es. Genau das ist es. Und das ist ja auch letztlich ein gutes Zeichen für uns Spieler, ne? Dass da was passiert. So, passt. Hier passt eine Tür und das haben sie schön gemacht, dass die Türen dahin passen. So, wir machen gleich eine Forschung. Die brauchen wir ja eh. Kommen wir ja nicht drum rum. So. Haben die auch an der Einrichtung des Schreibtisches was gemacht? Weil ich bin mir da nicht so sicher. Können wir den Schrank hier so hinpacken? Ja, ne? Da. Ein ganz klein wenig Liebe machen. Liebe machen, genau. Ein bisschen Liebe machen, weißt du? Ich habe es heute aber wieder drauf mit dem Deutsch, du Mann, Mann, Mann. Und heute ist, glaube ich, naja, Premiere ist es nicht unbedingt, aber ich habe heute mir mal schnell einen Kaffee gemacht, damit ich überhaupt wach werde. Ich bin noch so weit von weg von der Welt. Kriegen wir da wenigstens noch die Kaffeemaschine hin, weil das bleibt, ne? Also jeder muss eine Kaffeemaschine haben. So. Eine Heizung kriegt ihr auch. So. Ja, ist warm genug, ne? Eine Uhr, ist klar. Ihr müsst ja wissen, was euch die Zeit geschlagen hat. Eine schöne Lampe. So, direkt vors Fenster. Das macht Sinn. Ihr kriegt eine Kaktusse. So, ihr kriegt auch den Rollteppich. Und Bilder braucht ihr ja auch noch, weil wenn schon, denn schon, ne? So. Soll ja auch ein bisschen schön sein.
Hier die Fussels, die kriegen natürlich noch Star Trek, das ist klar. Wobei ich Bender auch nicht schlecht finde. Passen wir hier noch einen Bender hin? Ja, ne? So, Alien interessiert mich nicht. Retro, naja, kann man drüber streiten. So, dann hätten wir die Forschung auch fertig. Zack. So, jetzt brauchen wir noch einen Aufenthaltsraum und einen WC. WC machen wir schön klein, ne, wie immer. Ja, vielleicht solltest du erst den Raum bauen, Fussel. Erst den Raum bauen, komm. Ein schlauer Fussel. So, machen wir hier Klo hin. Sehr schmaler Flur. Ja, Fenster brauchen wir, glaube ich, nicht. Müssen wir mal gucken. Zwei Toiletten. Machen wir die hier hin? So. Eins und komm, zwei passt da hin. Bin da zuversichtlich. So, zwei kleine Klöchen. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Waschbecken, einen Handtrockner, einen Mülleimer. Das passt wie gewollt, oder? Ein Medizinschrank würde ich auf jeden Fall aufs Klo hängen. Eine Heizung. Wir wollen ja nicht, dass den, ne, beim Kacken was einfriert. So, ganz wichtig, finde ich. Die müssen wissen, wie spät es ist. Gut, das mit den Lampen finde ich immer ein bisschen seltsam, aber... So. Haben wir hier noch Platz für ein Blümchen? Ja. Schwupsel, ich grüße dich. Hi. Wie? Wir haben schon Donnerstag? Boah, ich krieg nichts mehr mit auf diesem Planeten, ehrlich. So. Dann haben wir auch ein Klöchen. Hello again. Ihr habt euch heute schon mal gesehen. Darf ich das daraus interpretieren? Wart ihr schon bei irgendjemandem? So, dann machen wir hier den Aufenthaltsbereich hin und dann fangen wir aber auch an, ne? Dann haben wir eben mal die wichtigsten Dinge und gucken mal, dass wir QM möglichst schnell hinkriegen, dass wir Spieleentwicklung und so weiter, also, ne? Da, wo man sich immer trifft. Ja, das ist schön, wenn sich bei mir immer getroffen wird, das finde ich gut. Haben wir überhaupt noch Geld? Ja, ein bisschen, ne? Ich hau hier gleich die dicken Dinger raus, weißt du? Ist wieder die überheblich GmbH von Fussel, weißt du? Oh. Zwei Sitzgelegenheiten. Fernsehen braucht er nicht gucken. Hier oben war doch auch der Kühlschrank. Ne? Der ist, glaube ich, auch nur drin, damit er drin ist. Der hat überhaupt keine Funktion, oder? So, ein Fernsehen. Hier machen wir natürlich auch nochmal alles hin, ne? Hier gibt es eine Kaffeemaschine. Einen Wasserspender. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Kaffeemaschine könnte ein bisschen weiter nach hinten. Einen Medizinschrank, den machen wir mal direkt hier an die Tür, da müssen sie nicht so weit laufen. Heizung brauchen wir auch. Hier eine Heizung hin und dann machen wir hier auch noch eine Heizung hin. Oder geht die nicht da drunter? Genau, so doppelter Platz einmal genutzt. Eine Uhr. Kann hier hin. Jetzt müssen wir es uns ja noch schön machen. Wenn du nichts mehr mitkriegst, mache ich dann mal darauf aufmerksam, dass Samstag Feiertag ist, wegen Einkaufen und so. Ja, das haben mir tatsächlich meine... Jetzt muss ich mal eben überlegen, wann war ich bei meinen Eltern? Mal eben Hallo sagen. Die habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Und war das gestern? Vorgestern? Vorgestern. Genau, gestern habe ich ein Paket geliefert bekommen, dann musste ich mal ganz kurz zur Paketstation und war mal ganz kurz einkaufen, so ein paar Kleinigkeiten. Genau, vorgestern war ich bei meinen Eltern. So, und Gott sei Dank hat meine Mutter mir das auch gesagt. Sagt sie, Junge, denk dran, es ist Feiertag. Weil ich kriege ja nichts mehr mit, gar nichts mehr. Ich bin sowas von weg von der Welt. Unglaublich. Nehmen wir so einen hässlichen Eckteppich hier. Ja, ne? Dann haben wir die auch mal verwendet. Ich war echt am Überlegen, ob ich heute nochmal einkaufen gehe, so fürs Wochenende. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, weiß ich nicht. Also müsste ich, glaube ich, nicht. Ich könnte mich
Doch, irgendwie könnte ich mich, glaube ich, über Wasser halten. Ich esse eh in letzter Zeit weniger. Machen wir hier noch so einen hässlichen Hund hin. Würdet ihr euch so ein Bild in die Wohnung hängen? Das ist, was ist das? Ein Dobermann? Nee, wie heißen die hier? Dogge, ne? Ist das eine Dogge? Ernsthaft, würdet ihr, morgen drehen sie wieder alle am Rad. Meinst du wegen nur Samstag frei? Weil ist ja nur Tag der Arbeit. Der fällt aber dieses Jahr auch scheiße, wa? Wobei ich nie verstanden habe, vor allem als Selbstständiger hinterher nicht. Als Angestellter war mir das ja recht, aber als Selbstständiger habe ich nie verstanden, warum der Tag der Arbeit ein freier Tag ist. Das habe ich nicht verstanden. So. Ja, du kannst ja aussuchen, welchen Schreibtisch du nimmst. Ich hätte ja den Chefschreibtisch genommen, aber ist ja deine Sache. Wie ging das nochmal? Wir müssen jetzt anfangen, ne? Hier, das war hier, genau. Wir entwickeln ein Spiel. Ein neues PC- und Konsolenspiel, ja. Was haben wir denn überhaupt als Genre zur Verfügung? Adventures. Na da bin ich ja. Wir haben Adventures zur Verfügung. Wir haben sonst nicht mehr. Also können wir irgendwas ganz Schickes programmieren. Standardspiel, Zielgruppe. Für Adventure-Spiele sind Erwachsene oder Senioren? Komm, wir machen Senioren, ne? Weil Kinder spielen keine Adventures. Ja, die kaufen dann ein, als würde es nichts mehr zu kaufen geben. Meinst du, es ist diesmal auch so schwer? So viel, so schlimm? Weiß ich nicht. Ich bin mir dann nicht so ganz sicher, aber wenn, dann müsste ich relativ früh morgen. Wenn ich morgen einkaufen gehe. Aber wenn ich heute Abend einkaufen gehe, kriege ich natürlich keine Angebote mehr. Weil gerade bei unserem neu eröffneten Kaufland hier, die sind ja immer weg. Ne? Also auch gestern, ich glaube, von 7 rausgeschriebenen Angeboten habe ich nur 4 bekommen. Ist jetzt vielleicht noch eine ganz gute Quote, weiß ich nicht. Aber ich habe gelesen, dass sich da viele sehr beschweren. So, American Football, Singen und Söldner. Passen die Dinger denn zusammen? Adventure Game? Was würde denn zum Adventure Game passen? Singen? Nee. Also da wüsste ich jetzt überhaupt nichts. American Football würde ich eher zu Sport nehmen. Also wenn, dann können wir vielleicht ein Adventure-Game mit Söldnern machen, oder? Das ist das Einzige, was mir einfällt. Unterthemen und so weiter haben wir ja alles noch nicht. Dann gehen wir mal weiter. Engine haben wir noch nicht. Da sind wir noch zu blöd für. Main-Plattform ist die Byte mit 100%. Oder Konsole. Ist eigentlich völlig egal. Wir nehmen die Byte. Ich bin ja eher der Typ dafür. So, alle Sprachen aktivieren, ist klar. Das muss alles jetzt sozusagen erstmal gemacht werden. Super. So. Und Adventure Games, die hatten wir ja auch. Da kennen wir die Werte ja schon. Das ist ja das Schlimme. Und da ich die ja schon kenne und mir aufgeschrieben habe, sind wir jetzt natürlich im Vorteil. Aber ich nutze das, weil jetzt wieder alles von vorne neu rauszufinden, wäre nicht so geil. So, was war das? Das war 5. Innovation 1. Byte für die Konsole brauchst du Controller-Unterstützung. Die habe ich noch gar nicht. Innovations 1. Story ist 10 gewesen. Charakterdesign war 9. Level Design ist 7. Und Mission Design soll 5 gewesen sein. So. 557. Alles klar. 40, 30, 15, 15. Fussel, nicht 10. So. Vor allem auf schwer wäre das nicht so geil. Wenn man die Werte nicht hat. Naja, die wir schon rausgefunden haben, die haben wir ja auch rausgefunden. Also insofern, das ist ja fair. Die wissen wir ja schon. So, Tastatursupport, weil Pausefunktion wird nicht unterstützt. Wir können es ja mal einstellen. Eignung. So.
Pausefunktion brauchen wir nicht, dann brauchen wir die auch nicht entwickeln. Adventures. Was ist denn unser allererstes Spiel? Adventures. Ich habe eine Idee. Warte mal. Ich habe doch irgendwo meine Werte Spiele Genre mit Titel. Jetzt gucke ich gerade mal. Rennspiele, Roleplay, Action. Adventures. Ach, Deponia, Portal, The Book of Unwritten Tales, Manic Mansion, The Whispered World. Gilt als Adventure? Ich hätte es als Story gesehen. Day of the Tentacle, Assassin's Creed. Assassin's Creed. Habt ihr da auch so die Idee, dass wir daraus was machen? Na? So, ich guck gerade mal, Stream läuft. Assassin's Creep. Ja, das ist schon mal eine schöne Idee. Ich bin nämlich da auch gerade am Überlegen, was man da machen könnte. Warte mal, Assassin's Creed heißt Überzeugung eines Attentäters, ne? Aber komm, wir nehmen Assassin's Creed. Assassins. Habe ich es richtig? Ne, man soll vielleicht auch schreiben, Fussel. Das wäre echt von Vorteil. Assassin's Creed. Machen wir wieder mit dem System Doppelpunkt und Strich, ne? Assassin's Creed. Ich weiß gar nicht, hatten die Arbeitstitel? Ja, Black Flag, ne? Das war meines Erachtens bis jetzt für mich immer noch der schönste Assassin's Creed Teil. Den hatte ich damals auf PlayStation 4 gekauft. Und war sofort hin und weg. Das hat mir so gut gefallen. Deswegen habe ich auch so ein langes Let's Play daraus gemacht. Kann ich übrigens nur empfehlen, auf meinem YouTube-Kanal mal das Assassin's Creed Black Flag Let's Play zu gucken. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber damit fangen wir natürlich nicht an, weil der erste Titel ist ja kacke. Assassin's Creed, die ganz einfache dunkle Macht. So. Jetzt geht's wieder los. Ich mag Odyssey am liebsten. Das habe ich noch nicht gespielt, weil die sind mir dann zu groß. Da bin ich ja Monate mit beschäftigt. Und ich weiß nicht, ich habe ja keine Zeit, neben meinem Gedöns hier noch irgendwas zu spielen. Also ganz selten, dass ich mal dazu komme. Oh, auch die letzten Tage habe ich immer dafür gesorgt, nachts, dass am nächsten Tag die 5 bis 6 Videos rauskommen. Dann habe ich es tatsächlich mal geschafft, 4 Folgen von House Flipper aufzunehmen, aber dafür ist dann wieder Staxel gestern ausgefallen. Also schon sehr knackig hier. Gut, bin ich auch selber schuld. Was versuche ich auch bis zu 6 Videos am Tag rauszubringen? Neben Stream. Einige schaffen ja nicht mal beides, ein Video rauszubringen und zu streamen. Und ich mache 6 Videos und stream. Ich bin bekloppt. Ganz klarer Fall, ich bin bekloppt. So, du bist ein Attentäter und versuchst die dunkle Bedrohung in der Welt zu bekämpfen. Du spielst im fernen Sansibar, wo eine Terrororganisation, wir wollen nicht politisch werden, ne? Bukhala ist mir sehr schwer gefallen zu Ende gespielt. Bukhala? Das ist doch das neue Valhalla, ne? Ist das so schlimm immer noch? Wo eine Terrororganisation... Du spielst im fernen Sansibar, wo eine Terrororganisation versucht, die Regierung dazu zu bringen, ein Gesetz
zu erlassen, was den Handel mit Bienenköniginnen erlaubt. Da du aber keinen Honig